So Leute, ja, bevor euch dieses Video anschaut, nochmal kurz vorweg, ihr wisst Bescheid, ich kann jetzt Videos monetarisieren, das heißt, ich kann Werbung schalten und dieses Video war halt so ein bisschen, um zu zeigen, wie halt YouTube wirklich funktioniert und dass ich halt sehr viele OmnitV-Videos von mir nicht monetarisieren kann. Da muss ich aber sagen, stopp, ich konnte Einspruch einlegen bei YouTube und zwar konnte man halt pro Video, kannst du halt einen Antrag senden und die checken dann das Video, ob du da irgendwas Schlimmes machst, ob da irgendwelche obszönen Sachen sind oder so. Und ja, Leute, Daumen geht hoch dafür. Ich frage hier immer meine Leute, ob ich die reinstellen darf. Und die meisten OmnitV-Videos durfte ich dann jetzt doch monetarisieren. Aber ich habe mir dementsprechend so viel Arbeit gegeben in dem Video, was ich euch jetzt vorbereitet habe, was ihr gleich sehen würdet. Deswegen würde ich euch bitten, euch das trotzdem anzugucken. Und ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Spaß. Und ja, das wollte ich euch nur kurz vorher sagen, damit ihr euch nicht erschreckt, was ich auch in einem Video sage. Da geht es auch am Ende ein bisschen um OmnitV. Und ja, das war es eigentlich von mir. Und jetzt viel Spaß beim Video. Jetzt erstmal eine Runde schön Netflix auf entspannt nach dem Feierabend, ey. Ach, endlich haben wir. Ich kann es nicht fassen. Ich habe die Monetarisierung beantragen können. Wahnsinn, ich bin. Also ich weiß gar nicht. Manchmal denke ich, das ist einfach nur ein Traum. Naja, gucken, was hier die anderen machen. Mal Facebook abchecken, bevor wir Netflix gehen. Ne, Leo? Ja, du auch, ne? Hm? Immer ruhig, Cleo. Ich hab gerade eine E-Mail bekommen. Ruhig. Nein. Meine Monetarisierung wurde genehmigt. Ey, flip aus. Ey, ich muss jetzt erstmal meiner Freundin schreiben. Ich Komm mal, Schatz, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, dass meine Monetarisierung wurde schon bestätigt nach 3 Tagen. Krass. Wie krass ist das denn, Schatz? Ich kann auf die anderen zuspammen hier. Ne? Boah, ich flip aus. Mein Gott, den Chris muss ich schreiben, den Michelle muss ich schreiben, den Fabian muss ich schreiben, den Marvin muss ich schreiben, ich muss meiner Schwester das schreiben. Ich dreh durch, Alter. Dann noch ein paar YouTube-Idioten von Facebook. Boah, ich flippe hier gleich komplett aus, ey. Boah, ich freue mich so. Aber das mache ich heute nicht mehr, ich mache das morgen. So, jetzt hab ich die Zähne geputzt, ey. Oh, jetzt gehe ich erstmal ins Bett. Morgen habe ich zum Glück frei. Ey, morgen Montag, mein einziger freier Tag. Ah, nee, Wochenende habe ich wieder frei. Und ja, gerade noch schön entspannt. Der Netflix-Film war richtig gut. Oh, so. Ach, Mann. Mal hier das Licht ausmachen. Oh, Mann, ey. Ab morgen. Katze, kannst ruhig kommen. Ab morgen werde ich reich. Oh. Years later. Oh, langsam mal aufstehen. Ja, kriegst gleich was zu essen. Ich erstmal schön Kaffee trinken. Sie sind geistig behindert. Heute ist der Tag, Leo, wo es bald nur noch Schäber gibt. Bald nur noch luxuriöses Essen. Ich freue mich so. Cleo? Cleo, freust du dich auch? Komm mal her. Nein? Naja. Jetzt erstmal schön an den Computer gehen und ja, die ganzen Videos Werbung schalten. Oh, wird so geil, ey. Die besten Videos, Iron Man Prank, Spider-Man Prank, Hulk Prank, erstmal alles für die Werbung schalten, Cleo. Die werden nämlich oft geguckt. Und ja, dann kriege ich bald ein bisschen Geld. Geil. Nice. Erstmal hier schön den Latte Macchiato, den lade ich mir natürlich nicht aus dem. Den lade ich natürlich nicht. Ja,
Den bekomme ich immer. So, oh, es geht los. Erstmal in unser Studio rein. Dann auf die Monetarisierung klicken. Das wird richtig geil. So, mein Kanal, YouTube Studio. Dann kann man jetzt, glaube ich, hier, was habe ich da gelesen? Ah, da, Monetarisierung, 1340 Abonnenten. Hat sich jetzt heute Nacht nicht so viel getan. So, monetarisieren. Videowerbung, mehr Anzeigen. Für einzelne Videos. Monetarisierungseinstellung für einzelne Videos. Hä? Oh mein Gott, nein! Ja! So Leute, und damit herzlich willkommen zurück in der Realität. Ja, ihr habt jetzt gerade so einen kleinen Clip von mir gesehen, den habe ich euch extra vorbereitet. Wie es die meisten sich denken, wie YouTube funktioniert. Aber nein, so funktioniert nicht YouTube, ja? Jeder hat den Traum, 1000 Abonnenten, 4000 Stunden. So, den Antrag stellen für Monetarisierung. Manche warten sogar 2 Monate, ich warte 3 Tage. Ich denke mir, was geht ab, ja? Also die Reaktion, die ich euch gezeigt habe in den vergangenen Minuten, war wirklich so. Ich habe mich sehr gefreut, ja, meine Freundin war bei mir. Ich habe ihr gesagt, ey Schatz, die haben es jetzt schon zugelassen, oh mein Gott. Ja, und ich hatte halt heute, also heute an dem Tag, hatte ich halt frei und habe mir dann gedacht, ja, ich mache die ganzen Einstellungen, ja. Ich gehe auf die Videos, ich klicke die Werbung rein, ich kann entscheiden, wie viel, ne, wann. Eigentlich ziemlich praktisch, ja. Okay, so, deswegen befinden wir uns auch jetzt hier gerade in meinem YouTube-Studio unter Videos, unter den meistgesehenen Videos. Alles, was gelb ist, ja, bedeutet, wie ihr schon lesen könnt, eingeschränkte oder keine Werbeanzeigen. So, das bedeutet für die ganz dummen Leute, dass wahrscheinlich keine Werbung eingeblendet wird, eventuell aber auch schon, wahrscheinlich ganz wenig und ich dadurch halt dann ein bisschen Geld verdienen kann, ja. Das Problem ist aber, dass es fast alle meine OmmelTV-Videos betrifft. Ihr habt es gesehen, ja, ich habe jetzt hier, wie heißt es, so einen Antrag eingereicht, das kann ich euch hier mal gerne zeigen. Wir gehen mal hier auf das gelbe Symbol, ja, gelbe Dollarzeichen, so. Dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, eine manuelle Überprüfung zu machen. Ja, das werde ich jetzt auch mal hier machen, so zack, zack. Das heißt, die werden jetzt nochmal exakt gucken, ob ich unter diesem Video, das ist hier unten, hier unten kann man die Video einstellen, ja. Das heißt, am Anfang bekommt ihr dann einen Clip. So, das Video dauert, wie lange dauert das? 15 Minuten. Da würde ich jetzt mal für euch, weil ich ein Ehrenmann bin, 2x Video schalten. Ja, am Anfang, das machen halt die meisten, so. Dann könnte ich jetzt mal gucken, ein Video, was drin vorkommt, wo es halt passt. Ich würde das einfach mal hier so 2x, zack, zack. So, hier unten kann man nochmal abchecken, wann kommen die Werbung. Ja, so. Okay, fertig, ja. Also das heißt, man klickt dann hier oben auf Speichern. Aber wie gesagt, im Moment wäre es halt nicht so, dass ich was davon verdiene. Das ist einfach nur noch mal kurz ein kleines Real Talk Video hier zum Thema Monetarisierung. Ich glaube, sehr viele Anfänger-YouTuber wissen es. Ich glaube, auch viele große YouTuber wissen es. Und ja, ich habe mich natürlich auch mal direkt ein bisschen schlau gemacht. Ich weiß, dass ich eventuell ein bisschen meine Hashtags, wie heißt es, meine Tags, womit man meine Videos findet, muss ich halt verändern, damit auch vielleicht der Filter sagt, hey, das ist okay, schalt mal ruhig Werbung, ja. Zum Beispiel dieses Halloween-Video von mir, Halloween-Livestream, Leute, ihr wisst Bescheid. Halloween Livestream, wo war der? Scroll mal eben durch. Ah, hier. Dafür verdiene ich Geld. Da bekomme ich Geld für. Ne? Ich meine, klar, da schaltet auch mal ab und zu nochmal jeder rein. Warum auch nicht? Da kann ich dann ein paar Cent durch verdienen. Aber ich wollte euch einfach mal kurz zeigen, was die Realität ist. Nicht direkt denken, Leute, alles ist kunterbunt. Kommt natürlich auch auf den Content an, Leute. Wobei, ich habe schon gehört, bei Vlogs, bei Gaming, das kann bei allem vorkommen, ja? Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall trotzdem, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wie gesagt, wie das in Wirklichkeit aussehen kann. Und ja, ich werde euch auf den Laufenden halten, im Livestream und so. Leute, ich werde wahrscheinlich am 15. November anfangen, für ungefähr 4 Wochen Pokémon Schwert oder Schild zu streamen, auch Videos so zu machen. Und es wird jetzt auch mehr Gaming kommen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Ich werde OmmelTV bringen, auch wenn ich durch OmmelTV kein Geld verdiene, Leute. Ich mache OmmelTV, weil es mir Spaß macht und für euch, ja. Auf jeden Fall bedanke ich mich
hier an dieser Stelle für dieses kurze Video, das ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch ein ganz entspanntes Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen was zu lachen. Bis zum nächsten Mal, euer Julian Entertainment. Ciao.